Ja, ich bin Niklas Schirmer, bin jetzt 18 Jahre alt und ich mache hier bei der Lehrkabine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Also zu der Hauptaufgabe gehört das Laminieren, Nass- und Trockenlaminieren, einfach weil es die Vorteile hat, dass es leicht und stabil ist. Dann kommt noch dazu Tiefzieher und Spritzgießer und natürlich Vor- und Endmontage, also für Kleber und zum Schluss fertige Bauteile zusammenbauen, verpacken und abschicken. Am liebsten bin ich in der Endmontage, weil man da das fertige Teil sieht, wie es später am Flugzeug hängt. Ja, im Prinzip kann man es vergleichen, die Ausbildung wie ein Renner. Oben fängt man an, der Anfang ist meistens noch ein bisschen leichter. Und dann kommen da auch die erste Kurve, wo man sich schon darauf konzentrieren muss, dass man sie auch richtig nimmt. Und wenn es mal ein bisschen holpert oder sonst irgendwas, dann hat man auch immer noch ein paar Leute, die hinter ihm standen und das wieder reparieren, dass es wieder weitergeht. Aber hauptsächlich muss man halt selber gucken, dass man sein Ziel erreicht und seine Ausbildung sicher hinter sich bringt. Wenn ich die Möglichkeit hätte, eine neue Ausbildung anzufangen, würde ich die genau gleiche Ausbildung auch hier wieder starten.